Hallo und herzlichst willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. So, gibt's irgendwas Interessantes? Aufzeichnungsgerät Nummer 2. Ich habe gerade in die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen, war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Okay. Also Marlene scheint das alles ziemlich leid zu tun, aber sie hatte halt einfach keine Wahl. Tja, die haben wir auch nicht. Jetzt müssen einfach so vier Bloater kommen. In Menschengestalt. Ich würde fast glauben, das war's mit den Soldaten. Okay. Was ist hier drin? Was ist da? Da bewegt sich etwas. Sieht aus wie eine OP. Gucken wir mal zu, hä? Großer Gott! Doktor? Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten können. Unsere Zukunft. Gib mir nur das Mädchen, mehr will ich nicht. Kommen Sie ja nicht näher. Ich warne Sie. Ja, aber... Gib mir einen Grund. Gib mir einen Grund. Nein! Einfach tot. Okay, wo ich nur die Stelle im Fuß erwischt habe. Ich wollte nur entwaffnen. Also gut, der Waffen hätte ich in die Hand schießen müssen, aber. Ich will nur das Mädchen haben. Hallo, ich will euch nicht töten. Ist hier irgendwas drin? Ich will doch nur das Mädchen mitnehmen. Ich muss sie doch gar nicht töten, Mann. Mädchen, kommst du bitte? Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh Mist. Zurück! Mist. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh! Nein! Ich hab's nicht gesehen! Nein, lass sie los! Lass sie los! Nein! Nein! Okay. Jetzt habt ihr wenigstens mal die Sequenz gesehen, wie er dann stirbt und tot ist. So. Na los! Das war mein Ziel, ich wollte euch die Sequenz auch nur zeigen. Verdammt, wo lang? Hier. Hier rein! So. Die ist so schwer, verdammt. Sagt jetzt zurück!
Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte! Du würdest ihm nur folgen. Laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Ja, irgendwie schon. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Schönes Wäldchen. Ich hab dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Hoch. Schau mal da. Wir sind fast da. Ja, sieht von außen ziemlich friedlich aus. Spring einfach hier runter. Ah, sieht schon cool aus. Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Ach.
Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Ja, ein ziemlicher Lügner. Gut, wir haben es geschafft. Ich mache mal ein bisschen laut, dass ihr noch ein bisschen was davon im Hintergrund mithören könnt. So. Ich denke, das ist okay, oder? Machen wir so. So, keine Ahnung. Ja. Ah, wir haben es geschafft. Also noch nicht ganz geschafft. Es gibt noch ein DLC. Und der hängt, glaube ich, damit zusammen, was die Ellie dem Joel gerade noch so erzählt hat. Boah, ich muss meinen Fernseher leise machen, der ist so laut, ey. Ich hoffe, für euch ist das nicht zu laut, aber ich denke mal, es geht. Ja. Also Left Behind nennt der DLC sich und den werde ich auch noch machen dann im Anschluss. Und ja, wir haben das Hauptspiel jetzt vollendet. Für mich steht jetzt noch ein Run Minimum an für den überlebenden Modus. Das ist so der höchste Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Ja, und das wird nochmal richtig spannend und lustig werden für mich. Ja, aber an sich das Spiel, ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ich habe noch zu einem Arbeitskollegen, der auch die ganze Zeit dran war, ich soll halt erst endlich mal spielen und Let's Playen und so. Zu ihm habe ich auch gesagt, also meine Erwartungshaltung ist nicht weniger, als dass ich denke, es wird eins meiner drei Lieblingsspiele werden. Ja, also ich sag mal, es ist halt sehr hoch die Erwartungshaltung gewesen. Es ist schon extrem geil, also muss man schon sagen. Grafisch auch der absolute Hammer, wirklich auch für das Alter noch. Auch wenn es natürlich jetzt aufpoliert wurde, aber trotzdem ist es ja... Auch die Aufpolierung ist schon ein paar Jahre alt. Ja, ansonsten... Ja, ich weiß nicht, was ich groß sagen soll. Die Story hat mich jetzt nicht so weggeblasen, wie es bei den meisten der Fall war. Ich habe jetzt aber zum Beispiel kein Tränchen verdrückt oder so, das hatte ich jetzt nicht. Ich wusste ja schon leider, wie es ausgeht, so halb. Also ich wusste halt, dass der... Joel, die Ellie da rausholen wird. Ja. Also ich bin aber auch nicht enttäuscht von der Story. Also die Story war gut, definitiv. Für ein Videospiel natürlich schon sehr gut. Ja, es gibt natürlich auch Spiele, die haben mich schon mehr geflasht. Zum Beispiel jetzt die Mass Effect Trilogie, wobei es sich da natürlich um eine Trilogie handelt mit insgesamt addiert über 100 Stunden. Hier waren es jetzt, keine Ahnung, 20 Stunden? Nee. Lass mich mal ganz kurz rechnen. 3, 1 Stunde, 3, was haben wir jetzt? 4? Keine Ahnung. Sagen wir mal 20 Stunden. Ja, von daher. Aber es war schon ein extrem cooles Spiel. Also ich werde es auch mit Freude nochmal spielen. Um da die Platin zu holen. Multiplayer habe ich ja schon alles geholt. Das war schon ziemlich zeitaufwendig. Hat aber auch mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Was ich schade fand, das war, dass ich Gegner meistens angekündigt haben. Also, dass man schon vorher gehört hat, irgendwie sucht ihn oder ihr müsst ihn finden oder so. Das fand ich halt ein bisschen schade, dass man immer wusste, wo Gegner sind. Der Lauschmodus,
kann ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad eh nicht nutzen. Ansonsten war ich anfangs auch ein bisschen skeptisch. Das Schöne an dem Modus war wirklich, du hast die Gegner nur dann gehört, wenn die sich wirklich bewegt haben. Das fand ich gut. Wenn die auch wirklich in Deckung waren, zum Beispiel der, ich sag mal, Bosskampf gegen den David im Restaurant, da war es ja auch so, den hat man ja auch nicht mehr gehört. Der war ja dann auch versteckt quasi. Es war ein ziemlich cooler Kampf. Bosskämpfe als solche gab es ja nicht. Es wurde halt immer nur neue Gegner zum Beispiel irgendwie eingeführt in so einem Kampf. Ja. Und ich habe mich halt wirklich auch blöd angestellt, also vor allem zu Beginn. Aber ich denke, am Ende ging es eigentlich ganz gut von der Hand. Ja. Nee, ich hoffe einfach, euch hat's Let's Play Spaß gemacht, auch wenn es natürlich sehr, sehr lange gedauert hat jetzt, bis es zum Ende gekommen ist. Es ist eigentlich ein Let's Play, was nicht so lange geht. Aber es kamen halt viele Dinge dazwischen, unter anderem das, was für mich wirklich auch selbst überraschend war, dass Final Fantasy VIII Remastered so früh erschienen ist und ich wollte das ja unbedingt sofort machen und das hat einfach die höhere Priorität als jetzt Last of Us. Zumal ich dazu sagen muss, Last of Us, da war es auch so, anfangs haben das sehr, sehr viele Leute sich angeguckt und irgendwann ist es richtig eingebrochen. Wann es lag, weiß ich nicht. Ich schätze natürlich mal in erster Linie, war ich halt schuld, dass es eingebrochen ist, keine Ahnung. Aber kann durchaus sein, keine Ahnung, vielleicht mein Erzählstil während des Spiels oder einfach, weil ich mich so dumm angestellt habe, mag alles sein. Aber trotz alledem habe ich natürlich dann vorgehabt, es zu beenden, sowohl für mich als auch für euch. Und ja, habe das jetzt getan und freue mich jetzt nicht so auf den zweiten. Also die meisten sind ja total gehypt wegen dem zweiten Teil. Boah, weiß ich nicht. Also ich werde ihn mir irgendwann angucken, natürlich. Aber für mich wäre es auch okay, wenn die Story jetzt fertig wäre. Klar will man natürlich wissen, wie geht es mit Ellie und Joel weiter. Das wird der zweite Teil dann wohl ziemlich sicher erzählen. Ich will jetzt nichts verraten bei den Leuten, die jetzt noch zum Beispiel keinen Trailer gesehen haben oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde das Spiel sehr, sehr cool. Hat mir Spaß gemacht. Ein bisschen enttäuscht war ich von der Story, von der Emotionalität. Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr einfach. Aber vielleicht war meine Erwartungshaltung einfach viel zu hoch. Das kann sein, das ist immer schade. Aber an sich ein cooles Spiel. Und wie gesagt, vielen Dank an alle, die sich das bis zum Ende jetzt angeschaut haben. Und wie gesagt, Left Behind kommt auch noch. Jetzt danach halt so irgendwie. Wir haben übrigens heute Heiligabend. Da war unbedingt mein Ziel, das heute fertig zu kriegen. Habe ich geschafft. Und ja, ich werde wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen, die Weihnachtsfeiertage dazu nutzen, Left Behind fertig zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt geht, aber ich denke mal nicht so lang. Und ja, ansonsten, wie geht's jetzt nach Last of Us weiter? Ja gut, Final Fantasy VIII wird noch ein Momentchen dauern. Assassin's Creed Revelations wird jetzt sehr bald kommen. Ich überlege sogar, ob ich jetzt die Tage damit schon anfange. Das Hochladen wird zwar noch eine Zeit dauern, aber ja, das, wie gesagt, wollte ich noch drauf eingehen. Das tut mir halt leid, dass das Hochladen so unkonstant einfach war. Ja, ich hatte es, wie gesagt, anders vorgehabt. Und dann kam halt außer Final Fantasy VIII noch dazu, dass die Arbeit halt extrem stressig war. Also es war so mein stressigstes Berufsleben-Jahr bisher. Mit Abstand, muss ich sagen. Und nächstes Jahr wird jetzt hoffentlich besser. Und dann wird es auch wieder regelmäßiger irgendwelche Parts geben. Vielleicht kann ich auch wieder drei Projekte simultan machen. Mal gucken. Weiß ich nicht. Ja. Jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass der Text weg ist. Kann ich das wegdrücken? Na komm, ich überspring's mal. Okay, es kommt einfach nichts. Außer eine Trophäe. Okay. Zwei Trophäen. Gut. Jetzt können wir nämlich hingehen und können Neues Spiel Plus. Neues Spiel Plus fortsetzen. Genau. Da hat man halt alle Waffen, man hat alle Upgrades etc. Und kann dann jetzt auch auf höheren Schwierigkeitsgraden zum Beispiel spielen. Und ja. So. Alles klar. Gut, Leute, dann nochmal vielen Dank für alle, die sich das bis zum Ende angeschaut haben. Die so lange durchgehalten haben mit mir und ja. Es war aber nicht mein letztes Blindspiel, schätze ich. Also von daher, ja. Gut, ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.